Richtig dumm oder was? Warten wir noch eine Minute oder? Ist sie schon aus dem Leben? Ja, doch. Ja. Also die Vorbereitungen liefen eigentlich in diesem Jahr optimal, am optimalsten. Also optimaler kann es eigentlich nicht sein, dadurch, dass wir das aufgeteilt haben. Wir haben diesmal drei Boxer, die wir starten lassen auf der Boxnacht, und drei K1-Kämpfer. So. Und das hat sich natürlich super aufgeteilt. Die drei Boxer hat Matze betreut und die drei K1er, um die habe ich mich gekümmert. Also es war alles flexibler dadurch, ja, flexiblere Trainingszeiten, nicht einer muss alles machen, sondern es war wirklich entspannteres Vorbereiten. Ja, wir sind dieses Jahr so aufgestellt, dass wir einen Frauenkampf haben. Frauenkampf jetzt wohlgemerkt, die Kim Wendler ist über 18 jetzt im Frauenbereich, wird der erste Kampf im Frauenbereich im klassischen Boxen. Ihre eigentliche geplante Gegnerin hat abgesagt. Dasselbe Problem traf auf die Julia Katz, die einen Kickboxkampf machen sollte, aus Wittenberg zu. Ja, dann lag das eigentlich gar nicht so weit entfernt, für Matze Zemski dort mal anzuklopfen und zu fragen, ob die beiden nicht gegeneinander boxen könnten. Das hat super funktioniert. Also Julia ist auch stark unterwegs mit Boxtechniken. Das wird funktionieren, denke ich mal. Ja, ich hoffe natürlich, dass Kim gewinnt. Hauptsache ist aber auch, dass es ein ansehnlicher, schöner Kampf wird. Ja. Als nächstes im Boxen haben wir den Florian Nesse. Wie gesagt, der Florian Nesse ist vom befreundeten Gym Fight Club Bronx von Bitterfeld zu uns gekommen zum Boxen, weil er doch die Freizeitschiene verlassen hat und sich in die Wettkampfschiene bewegt hat. Das mit 40 Jahren, das ist natürlich ein Schritt, den man erstmal machen muss. Dazu muss man auch schon gewaltig was am Kopf haben. Das will ich ja, das kann man ja nicht anders sagen, aber positiv, ja, um sowas zu machen. Der hat sich auch richtig angestrengt. Flori wird seinen Rückkampf machen gegen Chris Schlegel aus Rositz im Schwergewicht. Und ich hoffe mal, dass der unentschieden gewertete Kampf vom letzten Mal jetzt geklärt werden kann. Und natürlich zu unseren Gunsten, das wäre das Hauptziel. So, dann haben wir Martin Edelmann. Jeder hat das, denke ich mal, noch im Kopf vom letzten Jahr, wo er sich da am Seil ein Ding abgeholt hat und runtergegangen ist, Ende der ersten Runde. Ja, das fand ich nicht so gut. Ja, noch schlimmer fand ich, dass ich ihn dann aufheben musste mit über 100 Kilo. Das wollen wir natürlich dieses Jahr besser machen, das will er dieses Jahr wettmachen, die Scharte will er dieses Jahr auswetzen. Gucken wir mal, wie er es macht, wie er es verkraftet hat. Wichtig ist da, neben dem Training und den Sparrings, die er gemacht hat, auch das Psychologische. Ja, das werde ich vor dem Kampf nochmal in die Hand nehmen, selber. Weil es ist ja doch die gleiche Halle, die gleichen Zuschauer. Der Ring steht am selben Platz, bloß ein anderer Gegner. Gucken wir mal, wie er es verkraftet. 4x3 Minuten erstmal wieder zum Reinkommen. Ja, da wird es, denke ich mal, ein bisschen kribbeln am Anfang, nach so einer Sache. Ja. Jetzt wechseln wir vom Boxen mal ins K1, da haben wir den Pascal Wendler. Wie gesagt, der Pascal hat jetzt längere Zeit nicht gekämpft. Das ist mehr oder weniger privater Natur gewesen, dass er da mal sich eine kleine Auszeit genommen hat. Ja, was heißt, ja, kann man so nennen, privater Natur, hat doch viel mit Arbeit zu tun gehabt. Arbeitet ja auch in Schichten. Dazu komme ich nochmal zum Schluss. Der Pascal wird erstmal 3x2 Minuten diesmal einen Rahmenkampf machen, bevor wir da wieder einen Titelkampf machen. Mit ihm möchte ich schon, dass wir mal ein paar kleine Kämpfe machen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es auch verkraftet. Die Wettkampfvorbereitung hat er super durchgezogen, das war meine größte Sorge, dass er die Wettkampfvorbereitung halt nicht so wahrnehmen kann, wie wir das geplant haben, aufgrund eben arbeitstechnischer Sachen, privater Sachen, Familie und so weiter und so fort. Es ist ja nicht in jedem Fall einfach, sind da keine Profisportler in dem Sinne. Der Martin Rechner wäre der nächste K1-Kampf, haben wir bis 77 Kilo, Pascal Wendler 64 Kilo, Martin Rechner bis 77 Kilo. Ja, für Martin lief das Vorbereitung anfänglich ein bisschen suboptimal, ja, dadurch, dass er auch noch Vater geworden ist jetzt in der Vorbereitungszeit. Und alle, die das schon mal durch haben, die wissen ja, wie das ist.
Ja, da kann man auch nicht immer nur zum Training rennen oder auch hinterher gleich die Frau alleine lassen und gleich durchstarten. Das ist natürlich schwierig, wenn man dann auch noch Arbeit hat und wie er bei der Berufsfeuerwehr, wo man also nicht eine Schicht hat von früh um 6 bis 14 Uhr und dann nach Hause geht. Aber das haben wir auch wieder gewechselt gekriegt. Ja, dadurch, dass wir Trainer auch flexibel sind, flexibler als sonst. Ich mache also Frühtrainingseinheiten und Abendtrainingseinheiten, so wie jeder Zeit hat. So, der Sechste im Bunde, das ist der Schmitter, Herr Patrick Schmidt. Das ist der einzige Titelkampf, den wir dieses Jahr haben. Wir wagen das einfach mal mit dem Patrick im Profibereich mal reinzuschnuppern im K1. Das geht über 5 mal 3 Minuten. Wir haben uns ja geeinigt auf ein Gewicht von 86 Kilo mit dem Gegner. Das Gewicht werden sie beide bringen beim Wiegen und da kann ich nur sagen, lassen wir es mal krachen. Oh, es geht um die Deutsche Meisterschaft im Profibereich, im K1. Und da gucken wir mal. Ja, weil, wie gesagt, Amateur ist eh eine Sache, Profi, da geht schon ein bisschen mehr zur Sache. Die Gegner haben auch meistens mehr Kämpfe, sind erfahrener. Aber Patrick ist optimal vorbereitet, konditionell, dass er 5 mal 3 Minuten schafft, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Und auch sonst ist er eigentlich fit. Ja, für seine. Oder für einen Teil der physischen Fitness sorgt auch der Physiotherapeut, den wir dieses Jahr mit dabei haben, Peter Schüler, um es mal zu erwähnen. Ansonsten, na, das absolute Highlight für mich ist, wenn die Halle voll ist, das Publikum völlig ausrastet. Ja, egal bei welchem Kämpfer, ob auswärtig oder ein Kämpfer von uns. Und was natürlich wichtig wäre, dass wir halt auch unsere Kämpfe gewinnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und eigentlich ist man auch froh, denn, dass es vorbei ist. Ja, weil es ist so stressig. Ja, wir haben jetzt heute ist Montag und das Wochenende, das Telefon, das steht ja nicht stille. Es kommen ja Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. Manche verstehen das denn noch gar nicht, dass man denn nicht gleich antwortet, sondern dass ich es einfach mal 20 Uhr beiseite packe und nächsten Tag erst antworte, weil da wird man mürbe für sich, ja, wenn man da jede Nachricht, das ist völlig Wahnsinn. Und das wird jetzt nicht besser, ja, das wird eher schlimmer die letzte Woche hin. Aber wir sind ein gut durchorganisiertes Veranstaltungsteam, zu dem auch der Detlef Sauermilch vom Auto aus Schandert und der Marco Lorenz, der hier bei mir mitarbeitet, gehört und halt jeder Co-Trainer, unsere Simone natürlich auch. Also der hier greift momentan ein Rad ins andere, das funktioniert. Wir sehen uns am Samstag dann in der Halle. Und 19 Uhr, ab 19 Uhr heißt es dann ringfrei. Ja, natürlich, weil irgendwo ist es doch schon mal noch eine totale Umstellung von, ich sag mal, Teenagern jetzt, wo eine ganz andere Härte und auch Kraft herrscht, zum Frauenbereich jetzt so das erste Mal ein Kampf ohne Kopfschutz. Wo, der Kopfschutz nimmt doch schon ganz schön was an Schlaghärte weg. Also es wird auf jeden Fall eine Umstellung, aber ich denke mal, darauf bin ich ganz gut eingestellt. Also der letzte Kampf ist ja nun schon ein Jahr her und auch nochmal, dass es jetzt im Frauenbereich ist, es ist schon mal noch eine große Anspannung vor so vielen Zuschauern nach der langen Zeit wieder reinzukommen und zu kämpfen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall klappen. Also die Vorbereitung war dieses Mal sehr vielfältig mit Schwimmen, Laufen, Kraft und auch speziell im Einzeltraining, Pratzentraining, vielen Sparringseinheiten in Aschersleben, Wittenberg, Halle und so weiter. Die harten Worte, die sind bei den Jungs hier normal, da muss man sich mit der Zeit einfach dran gewöhnen. Damit kann man dann noch irgendwann umgehen, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich gut vorbereitet und Muskelkater gibt es immer, aber das gehört dazu. Natürlich ist es oft vorbereitungsmäßig natürlich wieder eine ganz andere Nummer und es war schwer, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann an alte Leistungen anknüpfen, das auf jeden Fall, aber wir lassen uns einfach überraschen. Ich weiß ja, was passiert ungefähr, ja. Ist ja nicht der erste Kampf und Vorbereitung, wie gesagt, sage ich immer wieder, ist alles. Ich hoffe, wie gesagt, ich kann alles geben fürs bessere Publikum. Immer wieder. Ich kämpfe zwar gerne, aber auf der anderen Seite ist es halt zweiseitiges Schwert, ja. Also auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite ist es halt, man möchte nicht verlieren. Viel Aufregung heute dabei. Also für diesen Wettkampf ist auf jeden Fall viel Aufregung dabei, mehr als bei den anderen Kämpfen. Weil, wie gesagt, ich möchte an die alten Leistungen natürlich nahtlos anknüpfen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Spezielle Vorbereitung nicht. Also diese Woche passiert bloß Kondition und Techniktraining noch. Ja, also hast du heute gesehen, Pratzen und sowas. Aber ansonsten war sehr viel Laufarbeit diesmal für mich dabei, dass die Kondition endlich mal passt. Ja, ansonsten das normale Wettkampfsparring, wie es bei jedem anderen Vorbereitung auch war. Was ich mir vorgenommen habe, einen Sieg.
Und das pusht einen noch mehr, vor heimischem Publikum zu kämpfen. Es macht einfach Spaß. Ja. Naja, was heißt aufgeregt? Ich bin grundangespannt. Das muss auch so sein, aber ich bin nicht aufgeregt. Also die Vorbereitung verlief diesmal sehr gut, verletzungsfrei. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich fühle mich gut vorbereitet. Oder so? Naja, ich kann ja diese 86 Kilo haben, sonst waren es immer 84 und 86 ist eigentlich mein Idealgewicht. Dafür muss ich nicht viel machen. Kann ich mich gut ernähren, habe viel Energie. Das merke ich auch in der Vorbereitung. In den Sparrings habe ich es gemerkt und jetzt in der letzten Woche sieht die Vorbereitung eigentlich bloß noch so aus, dass das verletzungsfrei verläuft und das heißt Runden abspulen an Tatzen am Sandsack immer und immer wieder. Halt, das sind dieses Jahr 5 Runden, 3 Minuten, das ist nochmal 2 Runden mehr und das ist schon einiges zu gehen und da muss man sich halt dann 6, 7, 8, 10 Runden vorbereiten, ja. Das ist schon Herausforderung pur.